Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier in WuiWu's World. Herzlich willkommen zum Start der neuen Formel 1 Season. Kleine Miniserie starten wir. Pro Stream 4 Rennen, a 25% Rennlänge. Eine Blitzquali-Runde gibt es. Und ich habe ein paar Sachen so ein bisschen geändert zu der großen Season, die wir hatten. Erzähle ich gleich. Erstmal natürlich, hallo Thomas, hallo Marcel. Ja, Stefan und David sind sowieso schon im Discord. Wir haben geschnackt. Moin Sandro. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Schön, schön, schön. Seid ihr denn auch schon im Game drin, die Herren Rennfahrer? Schreibt mal rein, weil dann kann ich euch die Einladung rausschicken. Und bitte dran denken, dass wir eine neue Rennstallorder haben. Okay, Marcel ist der Erste, der ja geschrieben hat. Das heißt, da geht die Einladung raus. Jawohl. Dann hat Thomas schon geschrieben. Da ist der Thomas. Zack, die ist auch raus. Sehr schön. Ach ja. So, da kommt die nächste Info rein. Sandro ist da und auch Eddie. Eddie weiß ja auch Bescheid, ne? Sandro, in welchem neuen Rennstall gefahren wird. Ein Eis ohne Fanta ist auch da. Janni, wie geht's dir? NSR. Zack. Einladung ist raus. Jan McLaren, ne? Genau. Ja, Sandro, genau. So, jetzt hole ich schon mal Stefan und David dazu. Hallo zusammen. Hello. Moin. Wonderful. Hier wird gleich rumgeschrien. Tepper ist auch am Start. Da ist die Einladung auch raus. Jo! Digga, was geht, sagt er. So. Zack, zack, zack. Du, 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 du. Einmal reingucken hier bei der PlayStation. Marcel, weißt du, was mit Marc ist? So. Okay. Angezeigt wird er nicht. Warten einen Augenblick noch ab. Wieso wird diese Statistik nicht richtig angezeigt hier? Beschissen. Jawohl, tu das, Janni. So, also, wir haben ja, oder ich habe ja eine Auslosung gemacht mit einer Zufalls-App. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bescheiß bei sowas nicht, weil habe ich keinen Bock drauf. Was bringt mir nichts, bringt euch nichts. Ich habe erstmal die Leute und die Teams ausgelost. Das heißt, Marc fährt für Mercedes, Tepper für Alfa Romeo, David für Williams, Jan für McLaren, Thomas für Aston Martin, Marcel für Alfa Tauri. Ich fahre für meinen neuen Hauptsponsor hier. Ne? Grüße gehen raus. Red Bull, Sandro Haas, Stefan Alpin, Eddie Ferrari. Danach habe ich die Rennstrecken ausgelost und für den ersten Renntag heute starten wir mit Brasilien, Singapur, Mexiko und dann geht es nach Austin, Texas. Ich habe auch, ich hab nach der letzten Season habe ich das Spiel nicht mehr angefasst. Heute jetzt die Einstellung gemacht und einmal eine kleine Runde ganz kurz gefahren, aber nur wegen dem Stream, wegen dem Bild und sowas geguckt. Mehr nicht. Oh. Ja, sowas habe ich neu eingestellt. Also, ich habe die Bots ein bisschen schwerer gemacht. Die waren ja bei der großen Hauptseason auf 25 gestellt. Die stehen bei 35. Das ist eher sowas für Stefan und mich mal hinten im Stress. Ich bin auch noch da. Ja, mal gucken. Dann habe ich eingestellt, dass es kein Ghosting mehr gibt. Es gibt kein Ghosting mehr. Also, die etwas schnelleren Dudes. Ne? Zweite Runde. Nicht hinten einfach durchfahren. Also dürft ihr gerne. Freuen wir uns hinten. Aber nein. Ne? Ghosting ist an. Und wir fahren eine Einführungsrunde. Also nach der Blitzquali-Runde fahren wir nochmal eine kleine Einführungsrunde und dann geht's erst los. So.
Kann ja einmal hier zurückgehen. Ist das diese Einführungsrunde, wo du dann selber auf deinem Platz wieder stehen musst? Ja, aber hier, da stand bei mir, dass das automatisch dann passiert. Achso. Ne? Auf 25 standen die. Also es war die Einstellung, ich habe reingeguckt, da war dann 25. Waren die nicht mal auf 40? Wir sind gespannt. Und bei dem einen waren sie auf 31, deshalb habe ich sie jetzt einfach mal auf 35 gestellt. So, also 9 von 10 Leuten sind schon da. Bei Marc weiß ich es jetzt nicht. Ich schicke jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach noch gucken hier. Ich fahre mit 93. Ja, Jan, du bist ein kleiner Übertreiber. Ich bin 39 und kann das nicht. Neununddreißig. Ich wollte sagen, ich wollte gerade sagen, Stefan, ich geh gerade auf die PlayStation-Freunde. Ich sage, wieso spielst du Fortnite? Aber es ist ja ungesund, steht da. Nicht ungezogen. Boah, Was ist denn jetzt los? aber guck mal, mit wem er spielt. Ach Gott, ach Gott. Ja. So, könnte Mark später noch nachjoinen? Also er kann sowieso nachjoinen, das weiß ich, aber dann würde er ja nicht für das Team fahren, das ist das Problem, ne? Für das er eigentlich vorgesehen ist. Ja, ist random dann, ne? Ja, genau das ist das Problem. Das ist schade, weil dann passiert das, was haben wir schon öfter gehabt? Ich schicke jetzt einfach mal eine Einladung raus, komm. So viele Namen stehen ja jetzt hier nicht mehr. So. Ja, gut. Gut. So, wir gehen mal hier. Nö. Janni kann man nicht. Dafür musste ich mal ganz tief eintauchen in dieses Spiel. Alles gleich, Jungs. Es geht nur übers Können, also bin ich ganz hinten. So. Wie lustig ist denn die Anzeige im Stream? Egal. So, die Liste steht hier. 9 Leute sind da. Marc weiß ich jetzt nicht. Wir warten jetzt nochmal 2 Minuten, dann ist das Viertel nach und dann geht das ins erste Rennen. Zack, 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 Oh, zack, zack. schon wieder eine Hülse offen. Wieso macht er das nicht? Ich hab im Stream eingestellt, dass man sieht, wie viele Leute zuschauen. Die Zahl stimmt aber nicht überein mit der Zahl, die mir das Programm rausgibt. Warum auch immer. Keine Ahnung, was das wieder ist. Hä? Im Wo? Streaming-Programm selber sehe ich 7 Leute schauen zu. Das paut ja auch hin mit den Leuten, die im Stream aktiv sind. Das Programm sagt aber, es gucken 3 zu. Also. Wahrscheinlich updatet er das immer nach einer gewissen Zeit. Verrückt. Verrückt! Ja. Aua. Ach nö. So. Guti, ja, schade, schade mit Marc. Dann gehen wir mal nach Brasilien. Guck mal, hier sind ja schon alle drin. Hallo? Hallo? Was ist hier schon wieder los? So, ich habe mich irgendwie doppelt gehört. Ja, ich hab dich mal eben hier auf stumm geschaltet, das Das ist geht. schön, danke. So, alle sind bereit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur noch ich fehle. Ich mache mich mal bereit. Gut. Guti, gut, Jungs. Auf eine schöne Saison. Ja.
Also wie gesagt, jetzt kommt Blitzquali-Runde Brasilien. Nach der Blitzquali-Runde kommt die Einführungsrunde nochmal zum relaxten Fahren. Und ja, dann geht es los mit 25% Rennlänge. Nach Brasilien folgt Singapur, dann folgt Mexiko und dann folgt Texas, Austin, USA. So. Was sind deine Ziele für diese Saison? Also, ich möchte mehr, auf jeden Fall mehr Rennen beenden als in der Hauptseason. In der Hauptseason war ich ja bei etwas über 50%. Das könnte ruhig höher sein. Aber wer weiß, wie es wird. Schlecht. Wie gesagt, wann war die zu Ende? Vor 2 Monaten? Ungefähr. Ja, aber aktuell ist halt auch GT7 so geil. So, viel Spaß, Quali, los. Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. An das Blau muss ich mich erst gewöhnen. An das Fahren muss ich erstmal wieder gewöhnen, Alter. So, Marcel, vor Thomas, vor Tepper, vor Sandro, vor Eddie, vor Jan, dann komme ich, dann kommt David und Stefan. GG, schon mal. GG. Ich. Einmal verbremst. Einmal. Einmal wollte ich auch gerade sagen. Es geht wieder los hier. Alter. Wenn ich die Zahlen halbwegs normal sehen würde. Das ist alles doppelt. Ja, so doppelt vielleicht nicht, aber so anderthalb. Anderthalb, ja, okay. Ja. David hat vielleicht den einen oder anderen Glühwein drin. Also ihm ist auf jeden Fall schon mal Höchstens. warm. Hast du gerade 12 gesagt? Ja. Ja, das Die ist doch Hupe. schön. Oi, ja, ich. Eventuell steige ich dann auf Kontrolle, um es zu besteuern, glaube ich. hier, mir wird gerade angezeigt. Ne, jetzt doch nicht. Es stand erst gerade, dass Jan ge vom Bot gesteuert wird. Was ist da los? Und denk dran, schön langsam jetzt fahren. Ne? Dass die vorne schön lange wieder stehen und kalte Reifen kriegen. Ne, machen die selber jetzt. Die fahren selber ganz langsam jetzt. David? Ja. Kommst klar? Das ist so umgekehrt, meine Qualifying-Runde aber auch, ne? Ah. Aho! Hä? Wo bist du? Ich stehe jetzt auf Start und Ziel und weiß nicht warum. Hä? Schon Ich vorgesch habe eine Kollision mit dir gehabt, ist gestanden. Hatte ich doch gar nicht.
Nee, hattest du nicht. Wollen wir erstmal mal einen Platz suchen? Ja, der wird angezeigt. Mich ja auch Björn wurde von der Session disqualifiziert. Hä? Ja, ist gerade aber, unten gestanden bei mir. Aber im Rennen bist du, oder? Ja. Ich mein David. Ja. So, jetzt viel Spaß. Viel Erfolg. Ebenso. Was warst du da hinten? Irgendeiner hat mich komplett hier weggedreht. Okay. Eieiei. Und es geht schon wieder los. Mhm. Ist mir ganz ich weiß auf jeden Fall nicht. Nee. Das kann ich garantieren. Oh Gott! Ein guter Start mit dem Scheibel. Hat aufgedreht. Werde ich direkt von der Strecke gedrängt? Was? Kann nicht sein. Doch, doch. Ja, das war aber eher nochmal so ein kleines Kabbeln in Gegenwart, also im Gegenzug hier meines alten Arbeitgebers. Erstmal klarkommen wieder, ne? Ja. Oh, Thomas, schnell zur Runde hier. Wo ist Stefan denn? 18. Er hat sich ja gedreht. Ach, du hast dich gedreht? Ja. Das war, glaube ich, Leclerc. Okay. Entschuldigen Sie, darf ich mal vorbei? Entschuldigen Sie. Danke. Warum eigentlich, David? Was soll das? Was soll was? Dass du 5 Zehntel aufholst? Weil ich es kann. Alles klar, da fährt angstlos der Mann mit so viel Alkohol im Kopf. Hä? Warum?
Was, warum? Alternative Strategie bei mir? Warum auch immer. Also wir haben uns nicht berührt. Ne, wir haben uns nicht berührt, genau. Nein, haben wir nicht. Die eine Kurve war zu sehr eng, glaube ich, aber wir haben. Ja, aber es war trotzdem schön. Das Gefühl, überholt zu werden, war schön. Okay. Vielleicht will dein Team einen Undercut machen. Kann sein. Also noch ist nix. Aber ich hab's mal bestätigt. Zu doll und zu früh auf der Bremse bin ich. Na, Stefan, kommst du langsam ran? Oh. 13 Tag, Will. Das ist doch gut. Wenn ich mich gleich nur noch einmal mit meinem Teamkollegen einigen, dass er mich vorbeilässt. Ach so, ja, okay. Da, da, da. Dein Teamkollege ist aber auch nicht gerade die hellste Birne. Okay. Paris. Bin ich jetzt nicht so gut, aber wenn du das sagst. Nee, ist nicht ganz dicht. Er hat sicher einen Auftrag, ne? Mhm. Natürlich. War nicht mit mir. Oh nein! Nein! 3 Monate nicht gespielt, die Dussel, Alter. Was ist passiert? Ach, Björn fährt das erste Mal wieder in die Box und drückt einfach. Ich hab einfach mal X gedrückt, als ich einfach mit. Also, da stand viel. Das war eigentlich nicht früh, das war viel zu früh. Danke, Alonso. So. Okay. Oh, was geht denn hier ab? Ja, bedanke dich für Vettel. Danke, Sebastian. Ja, danke. Jetzt kommen wir hier runter vom Acker. Ja, nur noch am Rutschen. Hast schon Info, wann du rein sollst? Yes. Bleib da drüben. Oh Gott, Björn.
Das ist nicht clever, was ich hier mache. Optimal. Ja, Prösterchen. Prost. Alter Björn, wenn du uns raushaust, ne? Dann bist du... Ah, es war so klar! Anstatt zu warten, ne? Er muss bestimmt gleich in die Box. Bin ich einfach dran vorbei. Jetzt bleib mal ruhig hier. Ich führe. Was, bist Erster? Ja. Okay, bist einfach. Okay, du bist durchgefahren. Und alle anderen sind in der Box. Ja, okay. Weil ich sehe, in welchem Verkehr du drinnen bist. Und was macht Verkehr? Er kostet Zeit. Ist aber auch ein Taktikfuchs, ne? Ich muss das jetzt irgendwie kompensieren, meine. Aber du musst ja auch noch in die Box. Ja, aber das ist schon. Also, das passt schon, sagt er. Das passt schon. Irgendwie kommt er schon zurecht. Naja, fährt halt angstbefreit, ne? Ich hoffe, die halten jetzt den Glühwein bereit für mich in der Box. Einmal nachtanken, bitte. Das Auto auch. Ja, Williams hat die Box so weit hinten. Okay, aber ich bin ein bisschen rangekommen wieder. Wow. Das gibt's nicht. Was denn nun? Ja, ich guck mal zu, ne? Oh, da hat. Ist jemand mit deinen Teamkollegen kollidiert? Björn? Nee, Russell? Ich bin ja nicht Mercedes. So, wer ist dann Mercedes? Ja, eigentlich wäre es Marc gewesen. Ach ja. Aber das wird wahrscheinlich dann nichts, selbst wenn er dann noch dazukommt. Weil. Das kannst du nicht erfinden. Der Pitz, also das System entscheidet dann ja per Zufall, ne? Ach, verstehst du. Ich liebe dieses Spiel. Startziel boxt er mich voll weg. So. Ja. Nur mach das Delta aus, komm. Das dauert noch, glaube ich. Ja, ich habe gerade das Safety Car überholt. Oh ja, dann roll ich halt. War das bei dir auch so bei der Kurve? Bei mir auch immer recht. Ich muss jetzt stehen bleiben. Gucken wir mal, wie wird's. Bei der blöden Durchfahrtsstrafe wollen wir uns ja nicht einheimsen noch. Das gewusst, wäre ich noch eine Runde länger draus geblieben auf dem Reifen. Ja, denk daran, was du gleich drücken musst, ne? Ja. Zu spät. Ich hab noch schnell die Reifen geändert. Das habe ich hinbekommen.
Jan hat eine Zeitstrafe oder wie? Ja, die hat er schon die ganze Zeit. Ja, das ist ein guter Start. Ja, aber das Gute ist ja, wie gesagt, dass es dadurch, dass wir nur 25% Rennlänge fahren, ist es nicht ganz so wild, wenn du mal einmal für, was weiß ich, im schlimmsten Fall 10 Runden zuschaust oder so. Das ist ja jetzt nicht mal bei dir, oder? 6 Runden. Ja, jetzt sind es noch 6 Runden. Wären dann 8 gewesen oder so? Ja. Die Karre hält dann auch nichts aus. Jetzt ist nicht anders gepanzert. Das gibt's nicht, ey. Russell setzt zum Überholen an und boxt mich von hinten voll weg. Ach, hat den Blinker nicht gesetzt, ne? Ja, ja. Nee, Schulterblinker hat auch nicht gemacht. Warte, mein hinten links mein Hinterrad erwischt und somit habe ich mich gedreht und bin dann, naja. Auf einmal war das rechte Vorderrad weg. Aber wenn alle nach... Ach nee, das, nee, so lange dauert es doch nicht mehr, okay. Ich dachte schon, wenn alle nochmal rankommen müssen, boah. So. Alle nochmal rankommen müssen. Das ist ja. Nee, die kommen jetzt. Die sind gleich da. Ich bin jetzt dran. Und wenn man auf die Map guckt, dann sieht man, dass die jetzt gleich alle da sind. Das ist die Frage, ob der jetzt uns noch eine Runde fahren lässt. Ich glaube, das wäre. Ja, ich glaube, noch eine Runde. Könnte noch eine werden, ne? Jetzt ist der letzte dran. Wie viele Bots hat er zum Überholen jetzt? Ein. Ne, zwei. Maka! Das habe ich gesehen. Ja, die bleiben da die ganze Zeit stehen. Alter! Ich muss jetzt Jan vorbeilassen. Ich weiß nicht warum. Ja. Ja, fahr mal im Teamkollegen nochmal rein. Nee, ich hab's ja. Aber es ist zum. Ja, ich bekomme zur Strafe, wenn ich Jan vorbeilassen müsste. Hä? So, dürfen wir? Ja. Jetzt wird's interessant. Die Strafe. Ich weiß nicht, wer es da vorne war, aber. Na ja, natürlich. Jetzt ist irgendwas bei mir in der Wurst. Nö. Jetzt ist hier aber Alarm. Alter, jetzt geht's doch richtig zur Sache, oder? Shit, ey. Oh, ich bin noch überhaupt nicht also auf das Fahrdings eingestellt, weißt du? Das Fahrgefühl. Gerade ist. Ja, es kommt mit der Zeit. Gerade ist GT7 drin. GT7. Gruppe 2 oder was? Ja. Ah, nächste Woche Gruppe 4. Wow. In die Box. Ich muss. Ganz stark. Ganz stark, Björn. Achtundvierzig Boxenstops durchgeprügelt. Guck dir das lieber vorne an, Stefan. Da ist ein Fight. Zum
bisschen nervös, wenn ich dir zugucke, ne? Was? Ja, genau. Also, läuft im Stream, also ist egal. Ah. Ja, ja, die sind alle dicht auf. Ach ja. Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,2 Sekunden. Ach, ärgerlich, ey. Bisschen was mehr wäre gegangen. Oh, gebrauchter Tag für Mercedes. Stefan, das Gute ist ja, ne, nachdem man jetzt Brasilien verhauen hat, kommt Singapur. Ist ja viel einfacher. Inwiefern einfacher? Die Strecke ist mega schwer. Ja, no risk, no fun, ne? Ja, das stimmt. Jetzt ist doch diese eine spitze Kurve drin, wo man gerne mal weit fährt, oder? Ja. Ja. Oder bei dieser Burg, wo du dann diese kleine Straße da rein musst. Das finde ich nicht schlimm. Okay, heute vielleicht schon, aber sonst. Und da fliegen die erst ins Ziel. Oh, Thomas gewinnt, GG. Aber Stefan, wenigstens Alonso hat für dich Punkte geholt. Fürs Team zumindest. Das ist schon mal. Oh, mein Teamkollege hat auch einen Punkt, zwei Pünktchen geholt. GG. GG, Jungs. Oh Mann, ey. Ja. Ah, es war das Einführrennen. Wie oft hören wir das jetzt? Das könnte der Einführstream sein, ist ja kein Problem. Das kann man jetzt falsch verstehen.
Ich glaube, David stand in der Einführungsrunde am Ende da, weil er einen Unfall hatte. Dann wird er, glaube ich, automatisch dahin gesetzt auf Startziel. Nee, ich hatte eben keinen Unfall. Ich denke, du hattest einen, hattest du gesagt. Nee, mir ist da gestanden, dass ich mit Stefan einen Unfall hatte, der aber nie da war. Nee. Okay, aber kann ja sein, wenn ein Unfall ist, dass er dann sagt, okay, ja, hin damit, bleib mal lieber am Startziel. Meine Kackkatze ist durchs Bild gelaufen. Bitte was? Hab ich gar nicht gesehen hier. So, Thomas gewinnt vor Sandro, vor Tepper, vor Marcel, vor Eddie, vor Jan, vor David. Dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts. Irgendwann kommt nochmal ich, kriege aber keine Punkte. Und Stefan hat sich das Rennen nach 6-7 Runden entspannt zu Ende angeschaut. Zack. Aber jetzt im nächsten Rennen sind wir eingefahren. Achso. Bestimmt. So, Marc musste leider länger arbeiten. Dann kriegt er beim nächsten Mal dann Zufall halt. Per Zufall ein Team dazu gelost. So, zweites Rennen für heute. Der Nullpunkte Red Bull. Ah, der Nullpunkte Alpine ist auch da. Mhm. So, da kommen sie jetzt alle. Zwei noch, zwei fehlen noch. Aha. Ja? Wer fehlt denn noch? Und Jan, oder? Ja. Jo, da ist Jan. Achso, ich kann ja schon mal bereit machen. Ich hoffe, ich komme in die Top 10 jetzt. Ich hoffe, ich beende das Rennen jetzt. Hast du noch? Nee, das, was jetzt kommt. Ach so. Also Baku ist, naja. Vor allem im Blitzqualifying, wenn du da eine Runde verhaust, stehst du irgendwo. Ja. Hi Martin. Moin. So. Alle bereit, alle sind bereit. Rennen 2. Hat schon geregnet. Nee, aktuell nicht. Brasilien hatte keinen Regen, habe ich dir gesagt. Einzige Rennen, wo es Regen geben könnte. Nein, kommt auch nicht. Nee. Kommt, im ersten Stream kommt kein Regen. Das ist ein regenfreier Stream. Der 4. und 5. lauter Regenrennen. Ja. Ja, pass mal auf nachher, so wie das ausgelost ist. Nee, jetzt ist hier. Aber okay, Baku kann regnen. Nee, wir sind ja nicht Baku, wir sind ja Singapur. Entschuldigung, ich erzähle die ganze Zeit was von Baku. Singapur hat es doch letztes Mal geregnet, oder? Singapur kann aber. In Mexiko wird es nicht regnen und in Austin, Texas wird es auch nicht regnen. Bin in Talladega. Ah, okay. Fast die gleiche Strecke wie jetzt. Singapur, Talladega, fast der gleiche Kurs. Ja, Singapur wäre Regen möglich. Nein. Aber wir wollen nicht. Nee. Alles gut.
So, Blitzquali-Runde, zweites Rennen, Singapur. Oh, Singapur. Warum haben wir eigentlich über Baku geredet vorhin? Singapur, ja. Singapur ist ja, keine Ahnung. Oh Gott. Ist Regen im Rennen? Rennregen? Was? Jetzt echt? Wehe! Ich hab die Regenreifen nicht mehr hier mit. Auf die Höhe sowieso nicht, wenn du so viel Regen. Das, wie tut das denn? Da stellt man einmal was ein. Ja, oh, es gibt Regen, alle Regenreifen drauf. Oh, ja. Monsunregen, ja. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Da bin ich fast gerade ausgefahren. Ist aber auch... Interessant ist, wenn ich war gerade echt auf Baku eingestellt. Das hier ist genauso schlimm. Jawohl. Die Kurve finde ich toll. Das ist alles sehr, sehr bescheiden hier. Hi Simon. Ich guck gleich. Recklich. Das wird ganz hinten, werde ich landen. Muss schon losfahren, ne? Ja, ich weiß. Och, ich, weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. So. Fahr mal vorbei. Qualifying beendet. Björn fährt noch. Okay. Ich auch sein. Okay, jetzt durch. So, da heizt er wieder um die Ecken. Jawoll. Warum hast du den Bildschirm kleiner gemacht? Performance-Probleme? Nö. Da, ich versuche eigentlich, also, ich komme da ja noch nicht zu. Unten sollen noch die Follower durchlaufen und so weiter und so fort. Oh Gott, wo starte ich denn? Oh Gott. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wo bist du denn? Im Rennen bin ich dabei, auf jeden Fall. Ah. Och, es regnet. Leck mich doch am Zipfali. Respekt. Oh Gott, dann pisst das auch noch wie aus Eimern. Ja. Regen. Ich hab Bock, ja. Auf Fußball hätte ich jetzt Bock im Regen, aber doch nicht. Mhm. Na? Komm nicht weg jetzt. Was ist hier los? Seid ihr wahnsinnig fad? Ich sehe nicht mal was. Herrlich. Jawoll. Ah, super. Bei bestem Rennwetter. Ja. Gib kein Regen, ja, ja. Ja, ja, das ist... Alter. Ich sehe schon wieder am Start und Ziel. Aber hast du diesmal was gemacht oder war das... Ja, ja, Hamilton bin ich hin drauf gefahren, aber nur weil ich gerade umgestellt habe. Ja, okay. Also wenn du jemanden anfährst, wärst du quasi schon gleich Startziel wieder hingesetzt. Ja. Alter, was ein Scheißwetter. Richtig. Siehst du, Björn hat gesagt, gibt keinen Regen.
1A Wetterfrosch bin ich. 1A. Ja. Ja. Der kommt hier leider nicht hoch. Verdammt, Alter. Im zweiten Rennen Regen. Ja, sauber. Das ist doch gut. Erstes Rennen bin ich zu blöd, um zu bremsen. Zweiten Rennen Regen. Wo führt das heute noch hin? Ins du bist ins Ziel gekommen. Ich bin ins... Ja! Wahnsinn. Ja. Mann, freu dich doch das mal. Das ist ein Ziel von dir. Ja, ja, das, okay. Ja, das stimmt, das stimmt. So, 100 Meter noch. Also ich habe ein bisschen Angst, warum Jan und Sandro hinter mir sind, ne? Wo das und wo das hinführen soll. Ich bin von dem Rennen Angst. Nicht nur du. Wie viele Runden machen wir überhaupt hier? 18? 18? 15. 15. So, zweites Rennen, Singapur. Viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück. Toi, toi, toi. Möge der beste Björn gewinnen. Er hatte jetzt schon eigentlich die Kupplung loszulassen. Alter, Jan hat irgendwie, weiß ich nicht, was er gemacht hat. Der ist gerade an 20 Autos vorbei. Fuck. Frühstart wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ja, er hat eine Durchfahrtsstrafe, also gehe ich davon aus, dass er einen Frühstart. Ah, wollte er dann einfach durchziehen an allen vorbei und dann hoffen, dass er nicht mehr eingeholt wird? Oder, Alter, was für ein Start. Ich habe auch schon wieder was kaputt gefahren und Sandro ist vor mir auch irgendwo reingeballert. Komm, so schlimm kann das gar nicht sein. Ich sehe gar nichts. Ja, geht mir auch so. Deswegen ist mein Flügel nur noch halb da. Das krasse ist aber, wenn der Flügel weg ist, ne? Hast du keine Performance mehr. Wow. Die habe ich auch mit Flügel nicht. Alter, was ist denn mit dir los? Vettel, Alter. War nicht schon ein letztes Jahr? Also wahr. Das Wetter kommt ja wie bestellt, ja. Na, David? Ja. Oh Gott, Alter. Was? Ich bin auch gerade voll reingerutscht und hab so viel Glück, dass ich noch da bin. Sehen, ob da einige, also wer alles in die Box geht. Lieber, wer nicht in die Box geht. Ja, okay. Auch von mir alle. Oh, mir auch. Puh. Wenigstens der Boxenstopp stand da optimal. Was hatte ich denn? Hatte ich noch irgendwie eine Strafe? Okay, 5 Sekunden. David 5 Sekunden. Jan Durchfahrt. Okay. Okay, Jan wird aber seine Durchfahrtsstrafe nicht wegbekommen haben, ne? Na. Sei gut und lief frei. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Du Scheiße.
Ja. Ein richtiges Chaos drin. Ja, dafür müsste noch ein bisschen mehr passieren. Noch ist keiner raus. Für zwei Runden. Safety Car. Hol die Kolonne ein? Okay. Warum? Was warum? Hä? Was ist denn nun passiert? Warum? Der Safety Car ist doch schon heraus, seitdem wir da an der die Boxenstops waren. Das gar nicht. Ja, alte Mann hier. Dann ist das gleich der gleiche Spaß wie davor. Ja. Okay, dann kann es ja doch ein sehr interessantes Rennen werden. Sagte, es wird interessant. Ich glaube, er meinte uns, David. Die Stelle, wo es ihn erwischt hat, hätte mich auch gerade fast erwischt. Ey, ich gebe einfach wieder zu viel Gas und dann will ich, anstatt dass ich... Ich werde einfach nur gerade ausfahren müssen, dann hätte ich halt zurückfahren können, weißt du? Nee, Björn denkt sich, er zieht in die Kurve nochmal. Oh, nee. Ja... Musste ein 50% treu bleiben, was? Scheiße, ja. Ja, da sind sie wieder, die 50%. Sag doch gleich, dass du keinen Bock auf Regen hast. Thomas, fahr du mal lieber ganz vorne, ganz vorsichtig da. So. Ach ja. Na, dann gucken wir uns doch jetzt mal diese wunderschönen Runden hier noch an. So viele sind es ja zum Glück nicht. Wo ist denn jetzt Stefan auf 7? Okay, David auf 18. 18. So. Kann der Controller ja auch mal kurz weg. Den kannst du im Laden entstecken. Ja, hab ich gerade vor. So. Steck nochmal Ladestation. Fertig. Akku leer. Oh ne, ein bisschen was muss ich hier mit dir machen. Komm, so. Zack. Details. Positionsveränderung sehen wir, dass Marcel einen gut gemacht hat. Lewis Hamilton 4 gut gemacht hat. Tsunoda 4. Wer hat denn am schlechtesten? David. 13 Plätze verloren bis jetzt. Und Eddie 11. Okay, hinten wurde überall gestoppt. Und Tsunoda, Albon, die haben noch eine 5-Sekunden-Strafe und Janni hat noch die Durchfahrtsstrafe. Wir lassen das mal so laufen. Die drei Autos nebeneinander, okay, ja. Passt. So. Da flogen Teile, glaube ich. Chaosrennen! Wie sieht's denn da aus? Also vorne ist ja wirklich, ne? Eng an eng.
Thomas, Marcel, Tepper. Und dahinter ein kleines Stückchen Hamilton. So, wir gehen einmal nach hinten, da werden Geräusche gemacht. Ja, da steht alles quer. Okay, wieder Delta. Nö. Russell raus. Ich hoffe, dass es wieder einige Boxenstops gibt, so wie das ausgesehen hat. Das wird so sein. Zwei, drei Autos gestanden. Am Ende gewinnt Thomas einfach so, weil kein richtiges Rennen mehr gefahren worden ist. Interessant, dass er einen Bot gewinnt. Oh, alle kaputt, nur so ein Bot, Alter. Dann vielleicht auch noch so, keine Ahnung, Magnussen oder so. Mach dieses Delta weg. Das ist ja nur erstmal Banane, komm. Du kommst ja definitiv wieder ran. Es ist ja Safety Car, ne? Alter, Sandro auf 11. Auch interessant. David ein Stück weiter dahinter auf 12. Und da kommt Eddie auf 13. Und Jan hat, glaube ich, jetzt gerade erstmal seine 5 Sekunden Strafe genommen. Ja, und die Durchfahrtsstrafe hat er immer noch. Ja, da kommen wir nicht dazu, ne? Wenn immer gleich Safety Car ist. Ja, er ist richtig hart eigentlich. GG an alle, schreibt Martin. GG an alle. Da wünscht er sich uns Regenrennen und freut sich drüber. Muss ja nicht mitfahren, ne? Ne, ja, das stimmt. Ich würde Martin gerne mal in so einem Rennen erleben. Nee, kann er nicht, ist nicht raucherfreundlich. Martin ist so der Talladega, Zigarette anzünden und den Controller so leicht schräg halten Typ. Ja. Hier fliegt ein Teil. Fährst du denn online oder was? Jupp, sagt er. Ohne Bots, ja. Oh, dann ist aber nicht viel los, oder? Da fahren nur 6 bis 10 Mann mit, also langweilig, oder nicht? 11. Und dann sieht es schon wieder anders aus. Gut, Sandra in die Box gegangen. Scheiß Kill? Oder meinst du Skill? Da sind nämlich 3 S. Okay. Ja, das ist ja klar. Martin, das bei Nesca sind es fast nur Amerikaner, ja.
So. Oh, wir haben schon 6 Runden gedacht. Wow. Ich habe auch gerade geguckt. Alter. Das Rennen wäre wahrscheinlich schon fast zu Ende unter normalen Bedingungen. Mhm. Bestimmt. Aber nö. Ihr müsst ja im Regen fahren. Ich wollte ja nicht. Hey, du hast dein Auto schon abgegeben zum Service. Meinst du es im Service? Ja, ja. Ich habe einmal hier große Inspektion heute. So wie das aussah. Da reicht es nicht, einfach einen Filter zu wechseln. Nein. Ja, da muss auch mal Öl gewechselt werden. Die genaue Menge an Öl. Ja, also das mache ich nicht persönlich, das geht sonst nicht. Ich mach's halt dann voll. Bin ja mit Öl technisch nicht ganz so visiert. Sei es Rasenmäher, Look. Tank, alles. Mal kommst die Welt rein damit. Rinn damit! So, wem gucke ich hier eigentlich gerade zu? Stefan gucke ich hier gerade zu. Wir gehen erstmal nach ganz vorne. Wie sieht das denn da aus? Guck mal, da ist entspanntes Fahren. Keiner, ja, aber keiner vor ihm. Das hast du ein bisschen freiere Sicht. Wäre der Regen weniger? Ja. So, und weiter geht's. Beide den Fehler, wa? So, also wie gesagt, nach dem Rennen folgen sogar noch 2 heute. Mexiko und Austin in Texas. Immer 25% Rennlänge und wir wollen heute keinen Regen mehr sehen. Ein Stückchen nach hinten. So ins 7. Stefan. Der ist aber eigentlich nur umzingelt von Bots. Der nächste, der da kommt, ist Eddie auf 10. Entschuldigung. David auf 12. Sandro auf 14. Muss Magnussen jetzt vorlassen. Und Jan auf 17. Oh. Sah so aus, als ob Thomas fast wegrutscht einmal. Schade, Sandro. Nee, ne? Ja, doch. Okay, und der nächste ist raus. Sektor 2, Sektor 3. Den Rückwärtsgang eingelegt. Björn, ich habe das gemacht, was du hättest machen sollen. Ja, ach so, du bist einfach gerade. Ja, okay, du bist einfach so gerade ausgefahren. Ja. Im Nachhinein. Da, hier, jetzt hier gerade, wo wir drauf waren, hätte ich gerade ausfahren müssen. Habe ich aber nicht. So ein Kack. Sandro. Willkommen ganz hinten. Ist einer von uns. Obwohl, man muss ja schon wieder sagen, einer von uns schleicht sich schon wieder ganz nach vorne, auf Platz 5 mittlerweile. Das ist Stefan, ne? Spaschitwetter kann er fahren. Ja. Ja. Wer ist denn? Tepper war vorhin. Ach so, Tepper 10 Plätze schlecht. Was? Ich kann doch nicht mehr bremsen. Was? Ich kann doch nicht mehr via Bremser.
Hey, schreibst du mal Deutsch bitte, was? Muss einen Anker werfen. Also ich habe auch gebremst, aber es hat nicht mehr geholfen und schwupps war ich in der Wand. Aber Stefan, Tsunoda vor dir hat auch noch eine Strafe, ne? Ja. Und davor ist Alonso. Ja. Das ist ja Alpine. Ja, sag ich ja, ich habe das auch gehabt. Bremst und rutscht nur noch. Marcel jetzt in der Box. Alter. Auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Auch wenn das jetzt erst lange gebraucht hat, bis das in die Puschen kam. Erstmal ankommen, ne? Ja, aber jetzt geht gerade, weil die Boxenstops losgehen, jetzt wird gut durchgewürfelt. Da können wir übrigens mal gucken. Ja, okay. Da sind noch einige, also gerade vorne alle hatten noch keinen Stop, die müssen ja alle noch. Hier musst du nicht in die Box fahren zwingen. Ich glaube, es hat sogar ein Update gegeben für das Spiel. Ja. Ja, ne? Ja, kein Wunder, dass ich das nicht mehr kann. Eddie auch schon bei 3 Stops. David auch bei 3 Stops. Jan noch bei 3 Stops plus Durchfahrtsstrafe. Da gibt übrigens keinen extra Punkt, wenn man die meisten Stops hatte, ne? Habe ich vorhin auch probiert, gab nichts. Stefan will das Ding auch durchziehen ohne Stop. Ah. Musst du einen machen? Nee. Nee, ne? Es gab ja die Strategie zur Auswahl ohne Boxen. Ja, stimmt. Ja, ja. Schnellste Runde jetzt Thomas, 1,59, 0,91. Also Stefan, nur zur Info, ne? Mhm. Du bist der Erste hinter 3 Bots. Da könnte was gehen. Jetzt fang ich an zu schwitzen. Ich sag's dir. Und David war irgendwie angekündigt, dass ein Bot gewinnt. Haben wir so eine Intuition in den Raum geworfen. Björn hat sich ein Regenrennen gewünscht. Ich? Ich habe gar kein Regenrennen gewünscht. Ich nicht schuld. Nee, ich hatte auch noch zu Martin heute gesagt, es gibt kein Regenrennen im ersten Stream. Kann gar nicht. Und dann kam Singapur. Na. So, Thomas ist aber jetzt auch schon wieder sehr nah bei dir dran. Und dann ist ein bisschen Abstand hinter Thomas mit Tepper. Das dauert ein bisschen, 7 Sekunden. Stefan, dranbleiben ist die Chance, auch wenn du jetzt einen verloren hast.
Ja. Einen hat er nämlich jetzt schon. Da kannst du vielleicht auch gleich vorbei. So. Pepper kommt auch langsam ran. Noch 3,9 Sekunden dahinter. Und der fährt fast gleich mit Marcel. Der kommt also auch. Und dahinter ist dann etwas größerer Abstand. Und David ist raus. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ein Rad verloren. Kurve nicht mehr erwischt. Da konnte ich auf die Bremse steigen, was ich. Wenn das jetzt nochmal Ticks geht. Mit derselben Stelle das Geile ist, wenn das jetzt wieder. Gibt es nicht, okay. Sonst hätte Jan irgendwann richtig die Arschkarte gehabt. Ach, guck mal, Thomas ist jetzt wieder Erster. Das liegt doch am Auto. Könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Letztes Mal Sandro Weltmeister am Aston Martin. Jetzt kommt Thomas und kann im zweiten Rennen den zweiten Sieg eventuell einfahren. Ist ja hier, ne? Hamilton schon 3 Sekunden dahinter. Alonso, Tsunoda und Stefan wird gerade ein bisschen durchgereicht. Ein bisschen. Ja, Tepper kommt auch. Sie haben nur jetzt einen Reifen auch. Der hat Intermediates drauf, ne? Ja, die sind deutlich besser zu fahren eigentlich. Ja, und es ist auch nicht mehr so doll am Regnen wie am Anfang. Da, Thomas auf Intermediates, Marcel auf Intermediates, Tepper auf Intermediates, Jan auf Intermediates, Eddie auf Intermediates. Ein Name wurde nicht genannt, weil der einfach ohne Boxenstopp durch will. Wird gerade durchgereicht. Und zumindest an. Noch ist es nicht zu Ende und erstes Rennen, wo warst du da? Muss ich dir eine Chance geben, wenn die Punkte kommen. Ja, es könnte bei dir aber auch eng werden. Der nächste, der rankommt, ist Jan. Und der kommt. Ja, gut, aber der kommt richtig schnell ran, ja, genau. Aber das ist krass, wie, also der Intermediate zum Fullwet. Der Unterschied. Okay, könnte am Ende aber die Rundenzahl sein. Die Durchfahrtsstrafe. Die ist da immer noch. Stimmt. Den Vorteil, den Stefan hat, er hat jetzt die 3 Bots wieder vor sich. Die wurden ja durchgereicht. Also 4. Platz ist drin. Den jetzt nicht zu nervös machen. Nein, wir gehen erstmal nach ganz oben wieder. Da fährt Thomas ganz alleine seine Runden. 7,5 Sekunden dahinter ist Marcel. Auch fährt auch ein bisschen alleine, weil das ist auch fast 4 Sekunden Vorsprung vor Tepper. Dann kommt Hamilton, Alonso, Tsunoda, Stefan. Alter, und auf einmal. Und Jan auf einmal. Okay. Der fliegt hier gerade durch. Ja, der hat jetzt 10 Sekunden in einer Runde auf Stefan aufgeholt. Der will dich. Ja, Stefan. Es könnte gleich eine Begegnung geben, der dritten Art. Aha. Naja, er muss ja. Wann muss er rein? Muss er jetzt rein? Nächste Runde geht theoretisch auch noch. Ja, okay.
Mark, Liebesbumser hier bei den beiden. Und jetzt rutscht er raus. Jetzt ist Stefan wieder vorne. Battle um P7. Vorne sind die Abstände zu groß. Oh, und jetzt... Alter. Na, ich verstehe Jans Taktik schon jetzt. Also er wird versucht voll durchzuziehen. Zeit rausfahren, dass er fürs. Für die, wenn er reingeht nochmal, für die Durchfahrtsstrafe. Die muss er ja. Nee. Er muss sie im nächsten nehmen. Nächste Runde muss er sie spätestens nehmen. Und dafür muss er jetzt wie Sau rausfahren. Stefan, ja, die battlen sich, das kannst du nutzen. Ja, da fährt er seinen eigenen Mann hinten rein. Das ist ein Kollege. Packt er auch hier. Jetzt haut ihr euch raus, ihr haut euch raus, komm, ihr haut euch raus. Jawohl. Nee. Ja, leg sie nicht mehr den Bots an. Auto voll in der Wurst. So. Gucken wir im Augenblick bei Thomas wieder rein. So, der müsste jetzt ja, glaube ich, gleich Startziel sein, ne? Ja. So, Thomas geht in die letzte Runde. Marcel 5,3 Sekunden dahinter, ist jetzt auch in der letzten. Tepper hängt noch ein ganzes Stück dahinter. Jetzt in der letzten. Und da kommt Jan. Und Jan fährt einfach durch. Ach, hatte Jan schon seine Durchfahrtsstrafe? Alles klar. Jan hatte die Durchfahrtsstrafe schon. Und fährt jetzt mit einer 10-Sekunden-Strafe. Stefan hat noch einen Platz gewonnen, weil er Alonso die Box fährt. Okay. Aber geht nicht mehr viel, ne? Sobald der einmal irgendwie beschädigt ist, ja. So, wo ist... Ja, ein Stückchen braucht er, ein kleines Stückchen dauert das noch. Und weiter hinten auf Platz 12 ist Eddie am Kämpfen. Kommt wahrscheinlich auch nicht so gut mit dem Regen klar. Wo ist Stefan denn? Achso, da außen. So, dann gehen wir Thomas und gucken Thomas zu, wie er im zweiten Rennen heute Abend den zweiten Sieg einfährt. Jawohl. GG. Stark gefahren. Da kommt Marcel. Auch GG. Tepper wird Dritter. Glückwunsch. Und Jan, trotz dieser ganzen Strafen und einer 10-Sekunden-Strafe, wird der Vierter. Weil das wird Hamilton nicht mehr schaffen. GG.
passiert. Nee. In der Kurve, wo du auch warst. Eddie, nimm Rückwärtsgang. Okay. Wenn Eddie das schafft, dann kommen immerhin 5 von 9 Fahrern durch von uns. GG. GG. Stefan, was war da los? GG. Thank you, Watch. Jan, Fahrer des Tages, jo, ist klar, wenn man so aufholt. Ja, eigentlich soll das ja nicht so vorkommen hier, ne? So ein Scheiß. Warum gibt's auf der Strecke ein Regenrennen, ey? Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich das noch könnte jetzt. Auch Marcel schreibt einfach, nettes Regenrennen. Oh, das war schön. Wollt ihr eine ganz kleine Pause haben? Wollt ihr noch einmal hier... Ja. Ja, ne? Dann macht das mal schnell. Ich will nämlich auch ganz kurz und dann sehen wir uns in 5 Minuten. Bis Gleeks. Bis gleich. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Zack. Jo. Mexiko. Viva la Mexiko als nächstes. So, jetzt mal schnell hier den Red Bull reinpfeifen. Das bringt Glück. Und Udo Duck hinterher, genau. Ja, Mexiko wird jetzt besser, Stefan. Glaub mir. Übrigens, schönes Bild. Also, was ist denn das für ein Hintergrund gerade? Bei mir. Verbindung getrennt. Okay. Verbindung getrennt. Vielleicht probieren wir es nochmal. Alles klar, Janni. Dann hoffe ich, dass wir nächste Woche dich wiedersehen. Hab einen schönen Abend, schlaf schön. Das heißt, wir sind dann jetzt noch 8. 2, 4, 6, 8. Okay, dann wären alle jetzt da. Jo, tschüssi. So, Thomas mit 51 Punkten, von Marcel und Tepper mit 30, Sandro 18, Eddie 10, David 6, Stefan 0, Björn 0. 0. Schenkt David sie noch einen Glühwein ein? Ja. Nee, warum? Ja, kurz zum Stand gelaufen, holt sie noch ein. Björn, hat der Helmut schon angerufen? Welcher Helmut? Wer ist Helmut? Marco wahrscheinlich. Red Bull? Ne, achso. Oh. Ja, doch, doch. Ich soll Fahrer werden, wie man es nicht macht. Aber die könnten mich rüber sponsern, so wie positiv ich immer über das Getränk und so rede. Autodromo Hermanos Rodriguez. So einen kleinen Mini-Kühlschrank bräuchte ich hier aber echt noch. Wundert mich eigentlich, dass du den noch nicht hast. Ja, nee, das geht nicht. Nee. Ab Januar weiß ich sowieso noch nicht, wie wir das hier. Da muss ich ein bisschen die Lichter zumindest im Hintergrund runterschrauben, glaube ich. Bei den Preisen. So, viel Spaß erstmal. Viel Glück, viel Erfolg. Ebenso. Viel Erfolg. Und Qualifikation beendet. Da stand eine andere Zahl vorhin.
Thomas, Sandro, Tepper, Marcel, Eddie, David, ich und Stefan. Marcel schreibt, Sandro, dieses Mal beenden wir Mexiko, oder? Man weiß es nicht. Oh, ja, auf jeden Fall ist das Wetter schön. Noch. Na, das bleibt so. Jetzt hör auf. Bist du dir sicher? Ja, ja. Irgendwann hatten wir das auch, haben wir, glaube ich, 3 Regenrennen hintereinander gehabt, ne? Mhm. Ja. Aber macht gar keinen Spaß. So, drittes Rennen für heute Abend. Mexiko. Mich wundern, immer eine Einführungsrunde haben wir drin. Mexiko war doch letztens das Rennen, wo eigentlich fast alle ausgeschieden sind, oder? Ja. Bei der ersten großen Season sind alle, also fast alle raus. Ich glaube, Stefan war Nutznießer, oder? Ja. Ich glaube, ich habe Björn hier rausgeschossen oder so. Ja, ja, das war der Geraden, hier. Ich glaube, hier irgendwo. Ja, wo ich dann so nach links gezogen bin. Weil aus meiner Perspektive war ich vorbei. Ich beharre noch immer darauf. Da waren einige, das war noch zu keiner Glühweinzeit. Ich weiß nicht, was da im Spiel war. So, wie viele Runden haben wir hier? Weiß keiner, ne? Nee. Jawoll! Optimal. Optimus Prime. Ja, Bumblebee. Ja, Bimbelbum. Bimbelbum. Behalt die Startampel im Auge. Ja gut, das wird mir so ja angezeigt, aber sonst könntest du gar nicht sehen. Vettel schießt er nach vorne, um es sich anzukündigen. Alter, wer war das denn? Alter, Vettel ist gerade voll in Marcel reingeballert. Norris hat mich gerade richtig angeschoben. Okay. So, ich habe immer noch 18 Runden. Alles klar, wir fahren 18 Runden. Ist rübergezogen, mein Freund. Okay,
Wir spielen Angsthase, wer zuerst Bäume verliert. Herr Vettel. Achtung? Wieso Achtung? Was? Hä? Norris mag dich nicht, war David? Nee. Also wahrscheinlich hast du ihn zu oft auch berührt, dann drehen die Bots ja durch. Tja, wenn ich ihn berührt hätte, würde ich jetzt verstehen. Ja. Okay. Steht der da hinten immer noch auf der Strecke? Oder steht er im Sand? Achso, jetzt und jetzt ist er weg, alles klar, okay. Jetzt ist grüne Flagge. Stress mit Vettel oder was? Ja. Ja, wieso? Warum? Danke. Okay, David hinter mir. Hier irgendwas, was Thomas durchgereicht worden ist gerade oder was?
Okay. Okay, okay, okay. Die nehmen wir gerne mit, schnell. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Aber sehr weit hinten raus, Alter. Wie sieht das bei euch aus? Sechser. Fünfter ohne Flügel. Also ist ja auch nicht fliegen, alles gut. Okay, noch keiner. Komm, 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 komm. Das du musst. Ach, verdammt. Voll drin hier im ganzen Pulk, ey. Die Außenjalousien gehen wir uns gerade runter. Das hört sich an. Ja, mal ein bisschen kurz picken hier, mal zeigen, Russell, ich will. Pass auf. Ja, ich pick nicht, Russell. Dann ist vorbei. Es ist gerade ein ganzer Schwung in die Box gegangen. Mhm.
Die Heizung läuft. Juhu! Während ihr nämlich vorhin alle, ne? Hat Björn einfach mal gegen die Heizung gekloppt. Ist den ganzen Kasten von der Wand gerissen. Jetzt geht's. Bestimmt irgendwas verklemmt drin. Mann. Ja, rohe Gewalt muss da immer ran, ne? Technik und rohe Gewalt. Morgen heißt es halt die Heizung lief nicht. Dann krieg ich hier. Dann bin ich krank. Ja. Jetzt haben wir auch erst 10 Runden gefahren, ne? Jupp. Wieso kommt was mir bei dem Rennen jetzt hier so lange vor? Weil ich das erste Mal so lange mitfahre, ne? Nein. Oh Gott im Himmel. Sorry. Oh, der Österreicher. Mann, ich schon sehr bald gebremst hätte eigentlich. Vor dir schon. Hätte ich gedacht. Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch gegenseitig also gedreht oder was? Ja. Okay. Haben wir einstudiert. Ja, alles gut. Aber das Auto kaputt? Yep. Ich glaube, ich habe gar keinen Flügel mehr. Hast du das nicht vorhin schon gehabt? Bombox-Stop? Ja. Nee, Regen in 10 Minuten. Hier ist kein Regen in 10 Minuten. Alter. Ich glaube, vorne ist das auch sehr weit auseinander. Okay. Eddie ist lange, glaube ich, gefahren mit Soft. Steht jetzt in der Box. Müsste bei dir jetzt irgendwie rauskommen, Stefan. Kam gerade raus, ja. David in der Box oder was ist? Nee, ja, ich war in der Box, aber. Jetzt bin ich letzter. Oh. Aber das erste Mal nur ein Bot ist ausgefallen, ne? Glaubt nur Leclerc oder so ist raus? Ja, Leclerc. Ja. Wollen 5 raus oder 6?
sehe schon blaue Flaggen. Oh. Aber wie gesagt, heute mit hier kein, also ohne Ghosting, ne? Also du bist ein Hindernis. Ist denn ganz vorne? Sandro und Tepper. Marcel, Thomas. Ja. Ich nutze das gleich aus, dass die alle Sandro so schön Platz machen. Genau, und dann ziehst du einfach mit ihm vorbei. Ja, habe ich gerade so gemacht. Und Stefan fährt mit Eddie als Leibwache, oder? Ja. So. Er kommt auch immer ein bisschen näher, ey. Na, da kam ich jetzt nochmal gut durch. So geil das Stadion ist, ne? Aber diese Kurven hier nerven. Thomas hat noch mal, war noch mal in der Box. Oh, hauaha. Naja gut, das werde ich nicht schaffen, aber...
Wenn es der fünfte wird, wäre schon mal gut. Thomas! Enges Höschen! Oh, nur ist er vorbei. Na gut, der ist auf Soft unterwegs. Ist eh der bessere Fahrer. Oh, Sandro gewinnt! GG! Krass, er ist schon durch. GG. Sandro. Ich weiß jetzt nicht, wie das zwischen Tepper und Marcel aussieht. Marcel ist... Nee, die sind über das andere. Das heißt, Tepper wird wohl Zweiter, oder? Also, weit ist vielleicht übertrieben, aber... Ein Stück. Thomas wird nochmal die schnellste Runde. Oh, ich bin auch durch. Jo. So. Es hat Bock gemacht, dann macht die lahmarschige KI alles kaputt. Ja, sagt nix und nicht auf die Seite fahren. Okay. Fahrer des Tages? David. Das hängt einfach nur von den Überholmanövern ab. Ja, wie viel du am Ende überholt hast, ne? Ja. So, das war das dritte Rennen. Sehr schön. Und ich habe einen warmen Heizkörper neben mir. Ist das geil. Gestern musste ich mir extra Stefan holen, damit mir warm wird zum Zocken. So. Eisschrank da. Ja. Sandro gewinnt vor Tepper, vor Marcel, vor Thomas, dann komme ich, dann kommt Stefan, dann kommt Eddie und dann kommt David. GG an alle. GG. GG. So, und ein Rennen gibt es heute noch. Gleich geht es nach Austin, Texas in die USA zum vierten und letzten Rennen für heute. Und nächste Woche Donnerstag geht es dann weiter mit den kommenden vier. Da kann ich schon mal spoilern. Nächste Woche Spa, Barcelona, Bahrain und Spielberg. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil ausgelost. Ja, klar. Macht. So viel Zeit muss sein. Marin!
Ja, ich als alter Mexikaner kenne mich da aus, deshalb konnte ich mal Punkte erfahren. Was haben wir denn? Thomas hat nach drei Rennen 64 Punkte, Tepper 48, Marcel 45, Sandro 43, Jan 21, Eddie 16, ich 10, David 10, Stefan 8. Bin Alonso aufgefahren. Stefan, guck mal, das ist die Taktik, was ich dir sagte. Du musst Alonso als zweiten Mann haben im Team. Ah. Entweder fährt er Leuten rein oder der blockiert so doll, dass da zum Beispiel jetzt ein Tepper reinfährt. Kann er schon mal da reingehen. 14 Runden. Ja, ist auch größer, ne? Also längere Strecke. Aha. Okay. Also es teilt sich schon so ein bisschen auf nach vier Rennen, ne? Von den Punkten. Wer ist denn da jetzt gerade wieder rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen. Ja, okay. Ich hatte das schon mal, dann kam ich nicht mehr rein. Ja, aber es ist ja noch nicht gestartet und nix. Also es dürfte eigentlich kein Problem sein. Jo. Ist an. Das ja wieder drin. Ich wurde jetzt die ganze Zeit abgemahnt. Einmal fehlte, glaube ich, noch. Dann wäre ich dran gewesen. Aha. Ja, was? Naja. Bis ans Limit fahren, Stefan. Nur nicht drüber hinaus. Damit kennt sich aus, ne? Ja, also. Gestern zum Beispiel. Führe ich souverän, lass dich rankommen. Du weißt, das ist noch nicht beendet, das Thema. Oh. Beef. Jetzt geht's hier mal los. Ja, richtig Beef. Ne? Du willst aber nur Fußball gegen mich spielen, oder was? Ja. Der vermöbelt habe ich gestern genug. Oh. Das sieht im Stream anders aus. Mhm. Achso, ich kann ja auch schon mal auf bereit. 3, 6, 7. Ja, wir warten dann. Auf wen warten wir denn jetzt schon wieder? Ah, Marcel. Okay, Marcel, warten wir noch. Wollte ich schon wieder. Mhm. Martin spielt doch keinen Müll. Aber eigentlich, Martin will das ja nicht, aber eigentlich ist das voll das Spiel für ihn, weil er wird ja auch gezwungen, mit dem Fahrzeug zu fahren. Er kann ja nur nicht sagen... Hier, Ruhebot schreibt er übrigens zu dir. Er kann ja nicht sagen, oh, das Auto passt nicht zur Strecke. Nee. Falsch ausgewählt. Ruhebot. Pass mal auf, du Mob. Herrlich. 2, 4, 6, 7. Okay, einer fehlt noch. Achso, und ihr könnt euch alle schon mal für nächste Woche Montag Gruppe 4 Autos fertig machen, ne? GT7. Muss ich nur mal gucken. Wollen wir wieder Langstrecke fahren? Oder wollen wir nach Runden fahren? Eigentlich finde ich Langstrecke ganz cool. Ja, finde ich auch. Ja. Ich fahre Safety Car. Ja. Was, Gruppe 4 Safety Car? Ja. Martin hat geschrieben, er fährt Safety Car. Ah, also lernt er ja die Strecken besser kennen, dann weiß er auch, welches Auto er immer nehmen muss. Genau. So. Gruppe 1 muss auch, ja, Gruppe 1 kommt danach. Wir machen jetzt Montag Gruppe 4 und danach können wir wirklich gerne Gruppe 1 fahren. So, und Martin, hier übrigens nicht nur Formel 1 Strecke, auch NASCAR Strecke, ne? Muss das schmieren die Autos richtig, Alter. Tatsächlich, Dido. Mhm.
Gehe zur Strecke. Ja, machen wir. So, eine Blitzquali-Runde, dann eine Einführungsrunde und dann 14 Runden. Ich glaube, im Regen, im Rennen regnet es. Gut, David. David ist dann raus für heute. Nö, ich habe nur die Vorschau angeschaut. Das heißt, also Nova hat die Gruppe verlassen. Kann natürlich sein. Ach, es wäre wieder. Ich will keinen Regen. Oh Gott, ey. Ich will keinen Regen. Björn bockig in der Boxengasse. Nee, da will ich nicht raus. Nö. Ja, gut, wenn du hier mal wegrutschst, ist das nicht ganz so wild, ne? Ja, Singapur war hart. Alter. Ich brauche eine Sonnenbrille. Ich auch. Im Rennen braucht ihr die nicht. Er nur wieder. Wieder Sonne. So, das war die Quali. Sechster ist in Ordnung. Denn hinter uns noch. Edi. Talfahrt. So. Bitte was? Hä? Was? Sag das doch. Ja, ja, hier so, zack, bum, bang. Los. Jo, kann losgehen, kann losgehen. Oh, David nimmt die Kurve aber ganz außen. Ich first. Ich finde den Abschnitt hier, naja, wenn du den nicht optimal nimmst, verlierst du richtig viel Zeit. Rechne mit etwas Regen, sagen sie immer. Hör auf! Marc, vielen Dank für dein Abo an Sandro. Dankeschön. Wie geht's dir, Marc? Warum muss man so lange arbeiten? Das ist schade für hier. Aber ich hoffe, dass du nächste Woche dabei bist.
So, wo soll ich eigentlich hin? Da drüben, okay. Wunderbar! Und moin in die Runde, sagt er. Jawohl, moin, moin, moin. Ja, mal sehen, ob du, wenn du, mir geht's so lala, ja, tut mir, wenn du, also Marc, hallo, alles gut. Ne, wenn man arbeiten muss, muss man arbeiten, alles gut. Einmal kurz, jo. Wird bloß schade sein, wenn du dazu stößt, dass du random natürlich ein Team kriegst. Alter. Oh, wow, wow, wow. Ist was umsonst? Ein Sieg. Ja, Alter, wo fahr ich denn herum? Oh, es geht hier ab! Ich geh hier auf meinem Stuhl mit! Aber du hast auf jeden Fall ein schönes Regenrennen verpasst, was wir schon hatten. Singapur. Muah. Ach, Stefan, wo bist du denn? 13. Okay, es geht ja auch noch. Alter, der Österreicher hier. Martin, Martin sag ich schon. War vorbei. Oh. Ja, ich muss das überholen, sonst wäre ich dir voll hinten reingefahren. Ja, alles gut. Weil du die Schikanen so... Ja. Na? Ja, sonst, wenn einer, also, ne? Also, aus dem sage ich ja gerne mal Martin. Also, das ist ja nicht, gelbe Karte. Oh, wieso kommt da eigentlich Thomas schon wieder angeflogen? Ja, bremst dich aus. Bremst dich aus! Gut, gegen Thomas habe ich eh keine Chance. Da bin ich mal besser durchgekommen. Dafür habe ich die Kurve gar nicht genommen.
Die ist aber auch lang, die Strecke, ne? Oh, Spritkopf ist wieder hinter mir. Was? Wo? Wer? wo? Beri, was? Beri, was? Moin. Musste ich vorbeilassen, tut mir leid. Du musstest mich vorbeilassen. Ja, mein Überholmanöver war regelwidrig, haben sie gesagt. Ja, das ist. Das wusste ich schon immer. Alter, ich nehme die Strecke aber ganz, würde ich sagen. So, diesen Moment halten wir mal kurz fest. Björn steht auf dem Treppchen. David, mach mir das jetzt nicht kaputt. Nee, das machst du selber. Das machst du selber, genau. Arschloch. Hab ich gehört. Marcel wird, wenn er das Ding gewinnen sollte, sehr nah an Thomas rankommen. Und der nicht mindestens Dritter wird oder so. Warte. Noch nicht. Jawohl. Mehr nachgetankt. Wieder am Österreicher vorbei. Wird jetzt im Volk. Los, komm. Nein, komm. Och nö. Geil, Björn. Moin. Müsst ihr alle noch in die Box? Das wäre schön. Nö. Bist du auch hier? Scheiße. Wo bist du denn? 18. Ach, 18. Ja.
Aber warst du vorhin schon drin in der Box, oder was? Ja. Wie in einem kaputten Flügel. Ja, P, schade. Ach, das hatte ich auch so im Verdacht, dass er das macht. So. Ja gut, die anderen sind ein bisschen sehr weit vor mir. Oh, Marcel mit der schnellsten Runde. Hat er heute noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ne, heute nicht mehr. Wieso? Also mit Bussimulator oder was sollen wir machen? Das könnte natürlich nochmal angehen später. Aber erstmal noch hier 6-7 Runden. Ich glaube, Sandro hat ein beschädigtes Auto. Sonst kann ich mir nicht erklären, dass ich ihm nachkomme. Kann ja sein, ne? Ja, ich glaube, dass wir hatten ja, wo du so weit gefahren bist, ist er mir, glaube ich, reingefahren. Weiß nicht, ob es meine Schuld war. Wo ich aus der Box kam? Richtig. Ja. Stefan. Na. David, du doch nicht. Oh, Stefan. Was soll das heißen? Also den Abschnitt hier finde ich echt anstrengend. Ich schieße meistens immer zu weit raus.
Tada. Das könnte ich komplett hören, Alter. So schön entspannt hier zum Fahren. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Das mag's nachher. Mann, Björn. Was? Du hast doch eh kein Ticket? Was für ein Ticket? Sag au. Au. Oh, herrlich, wenn wir die Hits kommen, Alter. Du meinst ihn, dass er kein Ticket dafür hat? Doch, ich glaube, er ist heute schon, ich glaube, er ist nicht gesprungen, er ist eher rausgefallen. Aber... Er ist rausgefallen. Keine Cops. Kam da gerade Regen runter? Yep. Bitte nicht, noch nicht. Nein, nicht so, nee, nicht so viel, bitte. Wir brauchen keinen Regen. Ah, das wird immer doller. Ist ein Russ in der Box. Okay. Nee, wir sind ja noch zufrieden. Hast was ganz Verrücktes geworden. Stefan, bist du auch in die Box?
Jo. Ich glaube, noch zu früh. Tja. Ich wollte hier auch und dann sagt das Team zu mir, nee, wir sind noch zufrieden mit den Reifen. Und deshalb habe ich kurzfristig entschieden, das doch nicht zu machen. Ja, sobald das aber mehr wert. Ah, jetzt ist doll. Jetzt ist doll. Ja. Aber den siebten Platz, den ich sowieso vorher hatte, sollte ich eigentlich safe haben. Das bezweifle ich, dass Stefan das aufholen kann in der Zeit. Sandro hat jetzt ja auch zwei Runden gebraucht für die 5 Sekunden. Außer es wird immer doller. Letzte Runde, klingelingelingelingeling. Ja, Stefan hat auch Mediums drauf. Kann man noch machen. Was kannst du noch machen? Ich sag, damit kann man noch fahren. Ja, aber Intermediates sind jetzt wirklich schon besser. Viel besser. Ja, wieso hast du die nicht drauf? Weil ich das nicht so wollte. Ach, ist ja. Ne? Intermediates sind aber besser. Soll ich hier in der Ecke auf dich warten oder was? Nee. Nee, nee. Marcel, GG, Glückwunsch. GG. Achtung, Achtung. Das ist jetzt aber rutschig. Hat Sandro euch noch beide bekommen? Ja. Alter. Also jetzt ist das aber auch echt rutschig.
Ja, volles Hund. So, Jungs, GG an alle. GG. So, Marcel gewinnt vor Tepper, vor Thomas, vor Sandro, vor David, vor Eddie. Dann komme ich. Stefan wird es wohl als nächstes schaffen. Jawohl. Sehr schön, Jungs. Oh, Thomas, Fahrer des Tages. Zweimal Flügel weg. Ja, aber Sandro ist, seitdem er zu Haas gewechselt ist, mehr Action drin. Ja, letzte Runde ging nachher auch gar nichts mehr. So, das war die ersten vier Rennen. Brasilien, Singapur, Mexiko und Austin. Sehr, sehr schön. So. Einmal war Kasan. Ja, guck mal, David, das warst du doch. Siehst du? Kleiner Schmutzfink. Ich bin nur aus der Box gekommen. Ja, gar nichts gemacht. Nur ein Bier getrunken, sagt er. Waren aber zwölf Glühwein. Dafür ist er noch top gefahren. Ja, also, wo er das sagte, hatte ich auch Bedenken. Ja. Ich habe Bedenken angemeldet, aber es ging gut. Er fährt auch besser, wenn er voll ist. Hm. Ach, gut zu wissen. Immer schön einen reinnehmen. Nächste Woche ist Björn voll. Wann? Donnerstag? Fährst du ja auch gut. Mhm. Nee. Ja, da bin ich voll drüber raus. In der Situation raus und einfach nur, naja. Kiesbettkalle war ich wieder. Ich wollte mal gucken, ob die Körnung überall gleich ist. Körnung. So. Also, nach vier Rennen. Thomas 79, Marcel 71, Tepper 66, Sandro 55, Eddie 24, Jan, der hat nur zwei Rennen heute mitgefahren, ist bei 21, David bei 20, ich bei 16, Stefan bei 12. Wunderbar. Hat Spaß gemacht. Jo. Nächste Woche dann Belgien, Spanien, Bahrain und Österreich. So, das war's für heute, Freunde. Sehr schön. Wir sehen uns definitiv Montag zu GT7. Da spielen wir Gruppe 4. Macht eure Autos fertig, ne? Langstreckenrennen, wie wir das jetzt bei Gruppe 2 und Gruppe 3 gemacht haben. Und danach kommt Gruppe 1. Ich habe ja zum Glück jetzt auch eins. Aber das ist da auch rauf in der Woche erst. Also nächsten Montag GT7, nächsten Donnerstag Formel 1. Und dann Dienstag oder Mittwoch werde ich wieder ein Special Stream machen, Switch oder sowas, mal gucken. Ne? Sonst schaut euch gerne auch noch unseren Neo Geo Stream von gestern an, den ich mit Stefan gemacht habe. Und für diese Woche ist eigentlich nichts mehr geplant, wenn wir spontan, und das wäre irgendwann vielleicht am Wochenende, mal gucken. Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Mitmachen. Habt allen einen schönen Abend, eine schöne Nacht und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jungs. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis dann. Ja, grüezi, servus und hallo. Gruppe 4 ist schon ein bisschen langsam. Ja, Sandro, aber wir haben festgestellt, du bist nicht mehr der Schnellste bei Haas. Ja, lass uns doch mal Gruppe 4 fahren, komm. Und danach fahren wir Gruppe 1 darauf, das die Woche. So, tschüss, habt einen schönen Abend, gute Nacht, bis bald.